Ich bin jetzt knapp 10 Jahre obdachlos. Und 10 Jahren bewege ich mich jetzt hier schon in der Szene und habe echt eine Menge Leute kennengelernt, denen es nicht so einfach fällt. Wie gesagt, die sich auch teilweise umgebracht haben, ungewollt, denke ich mal. Aber keiner, ich will zwar auch oft Schluss machen, aber im Grunde lebe ich doch gerne. Also stelle ich mich vor, ich bin der Ferdi Sahin, komme aus dem Dortmunder Norden, vom Borsigplatz, bin da mein ganzes Leben aufgewachsen, also bin jetzt mittlerweile 53, habe mehrere Ausbildungen gemacht, von Elektrofeinmechaniker bis Kfz, also habe viele Jobs gemacht, auch als Fahrer bei Deutschen Paketdienst gearbeitet, bin danach durch widrige Umstände, Freunde und schlechten Umgang auf Drogen gekommen, wie viele andere auch, die angefangen haben mit Kiffen. Dann haben ja viele, die leider so wie ich auch, so weit sich ja auch gehen lassen haben, weil sie mit der Situation selbst nicht zurechtkamen. Komme ich ja selber auch nicht so wirklich klar, also mit der Situation. Ich versuche dazu auch vieles daran zu ändern, dass wieder eine normale Situation komme, dass ich wieder arbeiten gehen kann, dass ich wieder eine Wohnung habe, die ich durch die Mitwirkung der Polizeibeamten, die ja eigentlich Freund und Helfer sein wollen, aber die sich gar nicht dementsprechend verhalten. Wahrscheinlich kommen die auch mit der Situation nicht ganz zurecht. Weil es ist schlimmer geworden. Ich bin ja eher 70er, 80er. Habe ich ja die Szene mitgewirkt, wie soll man das ausdrücken. War leider nicht nur Drogen selber konsumiert, auch teilweise den Konsum auch dadurch finanziert. Anders war das nicht möglich zu der Zeit. Und wenn man dann in falschen Kreisen sich begibt, fallen gewisse, wie soll man das jetzt ausdrücken? Dann passieren Sachen, die man eigentlich so gar nicht gewollt hat. Aber andererseits sagt man sich, hätte man dies und das nicht gemacht, hätte man die und die Leute nicht kennengelernt. So wie ich, wie gesagt, mittlerweile jetzt hier am Stadtgarten sitze, eigentlich hohe Straße, am Netto mich größtenteils aufhalte. Also mittlerweile ist das hier zu meiner zweiten Familie geworden, Hohe Straße, Saarlandstraße, Landgraf. Und ich habe so viele Leute kennengelernt, die wirklich mittlerweile zu meiner Familie gehören. Die auch zu mir sagen, ich sollte, wenn möglich, hier oben bleiben, Hohe Straße, Saarland. Hier sind ja eine Menge, auch Wohnungen noch frei zu vergeben. Aber es ist nicht einfach, an eine Wohnung dran zu kommen, vor allem wenn die Polizei und Ordnungskräfte die Leute falsch einstufen und dementsprechend auch dann verhalten. Obwohl man den versucht zu erklären, so und so ist das nicht. Die Gesellschaft ist nun mal vielfältig. Es gibt nicht nur eine Sorte, eine Art von Menschen. Jeder Mensch ist für sich anders. Man kann nicht jetzt sich einen Menschen rauspicken und ihn jetzt verurteilen, ja, der ist obdachlos. Also muss der genauso sein wie die anderen Obdachlosen auch. Weil man denkt, ja, jeder Obdachlose konsumiert Drogen, nimmt Alkohol, begeht Verbrechen und, und. Also es ist schon schwer in der heutigen Zeit. Schönen Tag. Aber wie gesagt, die Leute sind nett, also mir gegenüber. Aber das kommt auch daher, wie man mit den Leuten umgeht. Wenn du mit den Leuten ganz normal umgehst, reagieren die ganz anders. Aber das kann nicht jeder. Viele Menschen sind scheu und werden immer scheuer durch deren Verhalten auch. Das wird sich so schnell auch nicht ändern, glaube ich. Wird wahrscheinlich ein bisschen schlimmer werden. Bevor es besser wird, sagt man ja. Bevor es besser wird, wird es erstmal schlimmer. Ich hoffe ja nicht.
Ich hoffe, dass sich Dortmund bald wieder erholt von dem ganzen Scheiß, was hier im Umlauf ist. Aber wie gesagt, es wird falsch mit den Leuten umgegangen. Wie gesagt, die ganzen Leute, die früher am Bahnhof, Platz von Leeds und verkehrt haben, haben sich jetzt hier mitten in die Innenstadt verzogen und nehmen ihre Scheißdrogen direkt am Stadtgarten, wo ältere Leute, Touristen und herkommen und sich eigentlich amüsieren wollen, sich umschauen wollen, Leute kennenlernen. Naja, aber es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Man kann, wie gesagt, eine Menge machen, auch jetzt noch. Aber es ist jetzt die Hauptzeit, ne, wo viele nachher, also Arbeitsschluss, sag ich mal, ne, viele haben ja jetzt Feierabend, die noch beschäftigt sind, je nachdem, wo sie arbeiten, Gastronomie, ne, Bäckereien und türkische Läden. Ist ja nicht mehr viel da, wo man hingehen könnte, wenn man jetzt was machen wollte. Und viele verfallen durch die falsche Organisation der Stadt. Und dann verfallen viele eben den Drogen. Man kann sich damit wegschießen, sag ich mal auf doof, und kriegt das, was in der Umgebung passiert, gar nicht so mit. Das ist auch so ein leichtes sich zurückziehen. Aber das hilft der Gesellschaft nicht. Ne? Das behindert uns eigentlich noch mehr, uns zusammenzufinden. Wir wollen ja eigentlich eine Stadt sein, Dortmund, ne, sagt ja schon das Wort allein, Dortmund. Ne? So. Also ich liebe Dortmund. Egal was passiert, aber wie gesagt, hat sich immer wieder gefangen, egal was passiert ist. Wenn ich an die 80er Jahre hier in Deutschland, also in Dortmund denke, aber es geht voran. Ich denke immer positiv. Man muss auch positiv denken, damit es auch vorangeht und auch wieder gut wird. Ganz so sorglos sollte man auch nicht sein, alles verharmlosen. Wer weiß, ob da wirklich was dran ist. Ja, man sieht ja, es wird katastrophal. Du ja selber auch, kriegst das ja auch mit. Ne? Andere Leute auch, egal ob sie nur das per Fernsehen, per Internet oder per anderen Medien das mitkriegen, erleben, hören. Okay, ich habe gute Leute hier kennengelernt. Ja, oder unerwartet, aber anscheinend, keine Ahnung, ob das an meiner Art liegt, dass ich eben offen bin, mit jedem über alles sprechen kann. Aber ich mache das ja nicht aus Mitleid oder aus Geldgier oder sonstiges, dass ich auf der Straße leider sein muss. Ne, weil mir, wie gesagt, ich habe schon Anwälte eingeschalten, die auch versuchen, mir zu helfen, dass ich wieder in normale Bahnen wiederkomme. Ja, ich vermisse mein altes Leben. Ja, altes Leben kann man auch nicht sagen, so lange ist das ja nicht her. Ich bin jetzt knapp 10 Jahre obdachlos. Und 10 Jahren bewege ich mich jetzt hier schon in der Szene und habe echt eine Menge Leute kennengelernt, denen es nicht so einfach fällt. Wie gesagt, die sich auch teilweise umgebracht haben, ungewollt, denke ich mal. Aber keiner, ich will zwar auch oft Schluss machen, aber im Grunde lebe ich doch gerne. Egal, was für Umstände man über sich ergehen lassen muss, aber der Mensch ist, gewöhnt sich an alles. Egal, was man mit dem Menschen anstellt, er passt sich an und kriegt es auch irgendwie auf der Reihe, dass wir wieder zusammenkommen und uns nicht gegenseitig tyrannisieren, sondern miteinander kommunizieren, um voranzukommen. Ja, man kann ja immer noch weiter. Zum Glück. Und wenn ich daran denke,
wie ich früher gedacht habe und heute in dem Zustand. Wäre vielleicht auch so gekommen, hätte ich mich nicht von den Leuten getrennt, so wie meine Eltern das gewollt hätten, wäre ich wahrscheinlich jetzt in der Türkei mit Grundstück, Haus, Familie. Ich hatte also auch eine Familie mit Kind, aber leider kein Kontakt. Ist mir auch im Moment lieber so. Weil wir eigentlich ein Vorbild sein für die Jugend. Deswegen versuche ich das, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe, das so weit umzusetzen, dass ein Teil wieder zurückkommt, was ich angerichtet habe. Und keiner kann von sich behaupten, also in meinem Alter ist mit 53, dass der keinen Blödsinn veranstaltet hat. Ungewollt, unwissend, und. Aber ich gehe davon aus, dass wir eine Lösung finden werden, dass wir alle miteinander, kriegen wir das alles schon hin. So wie die Merkel sagt, wir schaffen das. Obwohl das ein doofer Spruch von ihr ist. Das schaffen wir. Aber heute ist auch irgendwie ein komischer Tag. Ich weiß nicht, ob das an den Umständen, an, wie soll man sagen, Karma liegt. Heute ist echt wenig los. Dafür, dass ich hier jetzt mittlerweile seit 6 Jahren ständig hier am Stadtgarten, also oben sitze und alle Leute beobachte, was sie für einen Blödsinn veranstalten. Aber man muss lernen. Auf die eine oder andere Art lernen wir dadurch. Wenn das nicht passieren würde, würden wir ja nie dazu. Also, bevor ich ganz zum Ende komme, ihr könnt mich gerne besuchen. Ich sitze immer an der Hohen Straße, direkt am Netto, wo die Brücke ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, mich besucht, mit mir kommuniziert. Man will ja zusammenkommen. Vielleicht lerne ich von euch, ihr von mir und erfahrt auch, wie die Wirklichkeit hier draußen ist. Nicht nur, was ihr aus dem Fernsehen oder aus dem Netz kennt, mitgeteilt bekommt, was der Wahrheit nicht entspricht, komplett. Man muss die Wahrheit schon selbst erleben. Deswegen komme ich immer, wenn ich keine Lust mehr habe, mich an einer Stelle aufzuhalten, komme ich hierher zum Stadtgarten, setze mich hin, trinke Bier mit Cola oft gemischt und beobachte die Leute und versuche denen auch mitzuteilen. Guckt, ihr seid noch jung, ihr könnt noch alles machen. Ihr könnt noch eine Ausbildung machen, dies, das. Ihr habt noch euer ganzes Leben vor euch. Ich habe vieles zerstört durch mein Verhalten. Und das wünsche ich euch allen nicht. Wenn ihr dieses Video gesehen habt, denkt nicht nur an mich, denkt auch an euch und an alle anderen Menschen in eurer Umgebung, mit denen ihr zu tun habt. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Wir hören bestimmt voneinander oder sehen auch. Auf jeden Fall freue ich mich darauf.